Wir reisen in eine Zeit, in der die Sesamstraße noch heißer Scheiß war. Hallo, meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte. Und ihr seht schon, ich habe euch hier die Märtennummer 118 mitgebracht. Die stammt vom Januar 1979. Ein Jahr zuvor war die deutsche Sesamstraße ausgestrahlt worden. Und die wird hier thematisiert, beziehungsweise das stimmt gar nicht. Es wird eigentlich die amerikanische Sesamstraße thematisiert. Wir sehen hier, wenn sich die Sesamstraße in verschiedene Bildungswege Aufgaben geben würde, die Mafiastraße zum Beispiel. Kleiner Fun Fact, die Original Sesamstraße, also die Sesame Street aus den USA, war 1973 in Deutschland ausgestrahlt und der Bayerische Rundfunk boykottierte das damals, weil er Angst hatte, dass die Kinder kulturell überfremdet werden, weil afroamerikanische Schauspieler dann vorkamen. Naja, so können sich die Zeiten ändern. Und ansonsten sehen wir hier alles das übliche, Überraschungen, die das Werbefernsehen spannender machen. Spy vs. Spy ist auch dabei. Und wir haben hier hinten auch noch mal ein bisschen Rassismus. Naja, es ist halt die Zeit, nicht? Muss man ja nun mal sagen. Und hier sehen wir unglaublich aber wahr, obwohl der 19-jährige Rainer Thor aus den Köln vom Arzt die beste Gesundheitszeugnis erhielt, ließ er hinterher den Kopf hängen und war viele Monate lang schlechter Laune. Der Arzt untersuchte Rainer aus seiner Tauglichkeit beim Bund. Naja, gut. Falls ihr Spaß an solchen Mad-Reviews habt, dann abonniert doch meinen Kanal. Da werden sicherlich noch viele, viele folgen. Vielen Dank.